Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, ich bin heute mal wieder auf Tour und zwar hat es mich immerhin bis nach Kleisto getrieben. Denn hier in Kleisto war ja Pyro Passion End of Season die große Show mit Feuerwerk und natürlich auch mit Feuershow. Und das war so, wie ich das mir überlegt habe oder wie ich es vermutet habe, das erste Mal, dass eine Feuershow mit dabei war. Und hier bei mir sind die beiden von Flying Fire Poi, die Lydia und der René. Hallo. Hallo. Wo kommt ihr eigentlich her? Aus Nordhausen. Aus Nordhausen? Und? Ja, ich ebenso aus Nordhausen. Aus Nordhausen. Nordhausen ja. Ist der Landkreis, wo ich früher mal gewohnt habe übrigens. In Bleicherode. Gebürtig bin ich aus Bleicherode. Aus Bleicherode, das also, ist ja ein Ding. Zwei Bleicheröder. Ich, vor sag der mal, Kamera. War das geplant? Ich glaube schon. Oder auch nicht, wir wissen es nicht. Aber ist egal. Schöne Grüße nach Bleicherode von hier aus erstmal. Das ist ja ein Ding, was man hier alles erlebt in Kleisto. Muss man bis nach Kleisto ziehen, dass man hier mal Bleicheröder trifft. Ja. Wahnsinn. Klein ist die Welt. Brandenburg. Klein ist die Welt. Feuershow mit Herz und Seele? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch mit Verkleidung, mit Kostüm und... Unbedingt. In den Elfenmodus etc. Elfenmodus, Steampunkmodus und vieles mehr. Pirat und... Wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was noch kommt. Verrat man nicht. Wie lange macht ihr das schon so in der Art? Lass mich kurz überlegen. Ich mache das jetzt bereits 15 Jahre. Mal kurz über den Daumen. Ja, kann man sagen, 15 Jahre. Und ist es euch oder dir quasi in die Wiege gelegt worden? Man geht hin und macht das einfach? Oder nein. Ist da viel Übung dabei? Nein, da ist sehr viel Übung dabei. Also man lernt nie aus. Es kommen immer neue Sachen dazu. Auch vor Publikum, ja, es macht schon Spaß. Also es ist nicht einfach so, ich kann das und mache das jetzt, sondern regelmäßiges Training, regelmäßige Übung. Also Training ist wichtig, weil wir spielen hier mit Feuer. Ja. Es ist keine kalte Flamme, es ist richtig heiß und es ist gefährlich. Man verbrennt sich, kleine Verbrennungen sind immer mit dabei, ab und zu. Und deswegen ist das Training äußerst wichtig. Ja. Also das ist schon nicht zu verachten. Ja. Euer Aktionskreis? Rund um die Welt oder zuerst erstmal Deutschland, im Kreis rum? Auf jeden Fall Deutschland, aber es kann auch rund um die Welt sein. Ich fahre überall hin. Ja, wir sind offen für alles, also was das Reisen angeht. Ja, und letztlich, wenn es bezahlt wird, natürlich, warum sollte man es nicht machen? Man kommt rum, man trifft Leute, man trifft Bekannte von früher wieder. Wobei ich das ja auch so ein bisschen aufklären muss. Ich blende mal hier ein Foto ein, auch wenn ich da komisch aussehe. Und auch hier dieser eine oder andere kleine Videoschnipsel, der da läuft. Ich hatte auch schon die Ehre im Jahr 2018 in Selb mit den beiden und dem ganzen Fangdorn-Team auf der Bühne nicht, sondern auf der Wiese zu spielen, ins kalte Wasser geworfen und mitmachen. Macht Spaß, muss ich sagen. Gerne wieder, wenn wir das irgendwo hinkriegen. Ja. Dann stehen wir auch mal wieder zusammen auf gut, der Bühne. Jetzt schön. Klärt so ein bisschen auf, warum wir hier zusammen vor der Kamera stehen. Genau. Natürlich kennen wir uns ja wirklich schon länger. Ja. Ganz wichtig, ihr seid im Internet verfügbar. Die Internetseite blenden wir hier unten gerade nochmal ein. Das sind die flying-fire-poi@jimdofree.com. Da könnt ihr alles erfahren, erlesen, was noch dabei ist. Feuershow, Stelzentheater, LED-Show. Und ansonsten fragt sie, was sie für euch machen können. Und ihr habt eine tolle Show zu jedem Event, zu jeder Party. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Passt überall hin. Dann danke ich euch, dass ihr hier wart. Hab mich sehr gefreut, euch wiederzusehen. Natürlich. Und wir sehen uns wieder. Das ist eine Drohung, wie immer. Und ich freue mich aufs nächste Wiedersehen. Wird schön. Tschüss danke dir, Meister. Also dann, ciao. Ciao. Und einen guten Rutsch.